Ich glaube, man merkt es ein bisschen. Der Twizy ist grundsätzlich eher ein Sommerauto und kein Winterauto. Denn er hat, man sieht es hier, ich hoffe, das kann man sehen, der Twizy hat keine Heizung. So viel mal dazu. Das heißt, es ist nicht ganz warm im Twizy. Das heißt, man braucht einfach die richtige Ausrüstung dazu. Gescheite Haube, richtig coole und warme Skihandschuhe. Und ohne Bergschuhe muss man oder braucht man gleich gar nicht einsteigen in den Twizy. Nach spätestens 5 bis 10 Minuten ist es ansonsten etwas zu kalt in den Füßen. Allerdings ist er etwas wärmer, als man zunächst vermuten würde. Also ich bin heuer schon 1500 Kältekilometer unterwegs, bis zu minus 12 Grad. Das größte Problem war eher da, dass der Akku doch mehr als ein Drittel an Leistung verliert und man sich genau überlegen muss, wo man hinfährt, beziehungsweise Strecken, die vorher noch gegangen sind, die sind halt dann nicht mehr so einfach zu erreichen. Was natürlich ein bisschen mühsam ist, aber es geht. Ein Drittel der Leistung war weniger. Ja. Zur Standardausrüstung habe ich bei mir noch mein iPhone. Da höre ich normalerweise Musik, habe Kopfhörer auf und düst da rein. Wird brav aufgeladen, über den Twizy geladen. Und insofern kann man nur sagen, dass der Twizy auch im Winter geht, weiß ich. 1500 Kältekilometer seit Dezember bin ich mit ihm schon unterwegs. Ja, mit Handschuhen und Haube, den Bergschuhen geht es relativ gut. Vor allem, es gibt ja keinen Fahrtwind und normalerweise macht es erst der Wind kalt. Also so heute, was wir haben, das ist ja relativ warm in den Twizy, sozusagen minus 2 Grad, schätze ich mal. Und das geht schon ganz gut für diesen Twizy. Ihr merkt es sicher an der Bildqualität. Die Federung könnte auch besser sein. Aber man gewöhnt sich dran. Es fährt sich also ein bisschen zwischen Straßenbahn und Bockert. Ist auch aufregend, ist auch cool. Ich finde es lässig und vor allem bringt es mich jedes Mal, wenn wir jeden Tag, bringt es mich brav nach Wien rein und in den Rindler. Also so für 50, 60 Kilometer Distanzen, sagen wir im Winter 50 Kilometer. Und das ist ja der Haupt. Weg immer, ist das überhaupt kein Problem. Heute haben wir ein bisschen mehr Verkehr, das heißt, ich kann meine Höchstgeschwindigkeit von 85 km/h gar nicht ausreizen. Bewege mich so mit 30-40 km/h über die Südautobahn. Denn wie ihr seht, es hat in der Nacht ein paar Zentimeter geschneit. Ja, das Outfit habe ich euch vorgestellt. Schauen wir wieder, wie es auf der Straße weitergeht.